Doch, das geht mich an. Mm-mm. Eigentlich nicht. Wie, Sie sind ja so primitiv, Mann. Tja, wie gesagt, man sollte nicht immer von sich selbst auf andere schließen. Bist du reingefallen? Ich bin nicht reingefallen. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, möglichst viele, viele tausende Menschen vor euch zu warnen. Der ganze Bums hier landet schließlich auch auf YouTube. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch mal ein etwas besonderes Video mitgebracht, bestehend aus zwei Telefonaten. Das erste Telefonat, wie immer, ein ganz normales Abzockervideo. Ja, und das zweite Telefonat ist ein kleines bisschen brisanter, denn wir hatten heute einen Betrüger dran, der schlau genug war, ein deutsches Konto zu benutzen, um eben den Betrug durchzuführen. Und ihr wisst, wie die Regelungen und Gesetze hier in Deutschland sind, bei Geldwäsche. Da darf auch mal die Bank mal nachgucken, was da auf diesem Konto so los ist. Ja, und wir haben während des Telefonats mit dem Betrüger bei der Bank angerufen, wo dieses Konto herkommt, und haben gleich mal den Betrug gemeldet. Ich habe eine E-Mail an die Bank geschickt, wo alle Kontodaten drinstehen, und die Bank hatte mir versprochen, sämtliche Maßnahmen einzuleiten. Gleichzeitig habe ich dann nach dem Telefonat eine E-Mail an das Landeskriminalamt geschickt. Das könnt ihr im Übrigen auch tun. Ihr müsst einfach nur mal bei Google zum Beispiel eingeben, dass ihr eine Online-Anzeige erstellen wollt. Da geht das ganz bequem. Ihr könnt einfach ein Formular ausfüllen, tragt eure Daten ein und könnt direkt anzeigen. Anzeige hier ist in diesem Fall nicht ganz richtig, denn ich bin hier kein Opfer von einem Betrug geworden, sondern decke nur einen Betrug auf. Das heißt, ich wurde eben nicht betrogen und habe dadurch eben jetzt auch noch keinen Schaden erlitten, wodurch ich eben auch keine Anzeige in diesem Sinne erstellen kann. Was man aber tun kann, und zwar Hinweise geben, wenn ein Betrug aufgedeckt werden soll. Und da das hier definitiv ein Betrugsversuch war, also beide Telefonate auch, aber im zweiten Telefonat ging es eben definitiv darum, dass wir Daten von einem deutschen Konto hatten. Und dementsprechend habe ich eben einen Hinweis gegeben an das Landeskriminalamt. Und das kann jeder in seinem Bundesland für sich selbst tun. Heißt manchmal E-Revier oder Online-Anzeige. Dort kann man dann unter anderem auch auswählen, eben Hinweis geben. Das habe ich hier getan und habe auch schon eine Rückmeldung bekommen, dass eben dieser Hinweis aufgenommen wurde, und ich erhalte in Kürze dazu eine Rückmeldung. Sollte hier irgendwas Spannendes bei passieren, werde ich euch darüber natürlich auch unterrichten. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit den beiden Anrufen. Beginnen wir erstmal mit dem ersten Anruf. Einen schönen guten Tag, wie geht es Ihnen? Carol. Ja, der Herr Larsen hier am Apparat, ein Mehrfachexperte von Emirates FX. Mehrfachexperte? Ja, und zwar im Anhang mit Investitionen sowie die Kryptowährungen, Aktien, Indizien, Rohstoffe. Ja, wie viele Experte sind Sie denn? Was brauchen Sie? Na, genauer. Sie haben doch gesagt, Sie sind Mehrfachexperte. Wie oft sind Sie denn Experte? Wir operieren hier also mit den Kryptowährungen, Aktien, Indizien, Rohstoffe, mit was Sie gerne haben. Ja, und was ist jetzt mehrfach? Also mit den allen hier, was ich Ihnen erzählt habe. Ach so. Und ich bin hier zuständig, um mir weiterzuhelfen mit Ihrer Kontoaktivierung bei uns. Ja. Und Sie können mit einem Finanzberater also nachher Operationen öffnen mit verschiedenen Volumen. Also bei den Kryptowährungen, zum Beispiel mit Bitcoin, Ethereum, Ripple und so weiter und so fort. Also Sie sind Arzt? Wie bitte? Sie sind Arzt? Ja, bin ich. Was wollen Sie operieren? Haben Sie Bauchschmerzen? Ich verstehe Sie nicht. Was wollen Sie von mir? Um eine Anmeldung, dass Sie hinterlassen haben, hier bei uns geht es. Ganz genau. Es geht ja, wie immer, um eine Trading-Abzocke mit viel Blabla und jede Menge Blub, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Er operiert mit bestimmten Aktionen und ist mehrfach Spezialist. Ganz genau. Also noch beeindruckender geht's ja wohl kaum. Da hat er mich natürlich sofort gehabt und da zahlen wir natürlich auch unser Geld ein, ne?
denn ich rufe Sie nicht umsonst an. Und Ihre Nummer habe ich auch nicht in der Straße gefunden. Ja, was soll denn das jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Haben Sie mal so ein Trading gemacht? So, sowas habe ich mal gemacht, ja. Ja, und mit was haben Sie Online-Trading gemacht? Ja, ich sollte hier in Bitcoin investieren und habe da dann 250 Euro reingesteckt. Okay, und was haben Sie dann gemacht? Na, bis jetzt habe ich hier Gewinn gemacht. Sehr gut, das freut mich. Wollen Sie noch mehr Gewinne machen? Verstehe ich jetzt nicht. Also, ich habe doch schon einen Berater. Wie hieß der? Ach, den Namen, den kann ich mir nicht merken. Die rufen hier immer bei mir an. Wie bitte? Ich sage den. Sie sprechen mit Ihrem Berater und wissen nicht mal seinen Namen? Ja, ich merke mir doch den komischen ausländischen Namen nicht. Sie sind ein Lügner, aber Sie sind ein schlechter Lügner. Das ist Ihr Defekt jetzt. Was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Also, wenn hier einer ein schlechter Lügner sind, dann ja wohl Sie. Weil Sie sind ja nichts anderes als ein Betrüger und ein Abzocker. Tja, und sowas kann einem dann auch passieren, dass die Abzocker einem das Ganze nicht abkaufen. Allerdings finde ich das schon echt dreist, dass man sofort als Lügner am Telefon abgestempelt wird. Ich meine, klar, jede seriöse Bank würde bei euch anrufen, euch was verkaufen wollen und wenn sie feststellt, jemand war schneller da, dann werdet ihr gleich als Lügner abgestempelt, nur weil ihr den Namen von ja dem Berater nicht mehr wisst. Ich meine, wer kann sich das alles merken? Ich meine, gut, in Deutschland, dann hat man wenigstens noch, ja, Sprache, die man versteht. Die Abzocker reden ja selten gutes Deutsch. Und tja, da kann man sich halt den Namen schon mal nicht merken. Ist halt so, ne? Also, was will der eigentlich von mir hier genau? Ja, es kann sein. Ja, das kann nicht aber nur sein, das ist so. Es kann sein, aber Sie wissen gar nichts genau. Na doch. Und kann ich Ihnen etwas sagen? Na, dann schieß mal los. Aber Sie werden es akzeptieren. Das weiß ich nicht. Sie sind auch Lügner. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber Sie lügen doch jetzt. Womit denn? Sie sprechen mit Ihrem Berater, aber wissen gar nicht, wie der heißt. Ja, wer weiß denn, wie der Berater heißt? Ich meine, die haben ja alle Namen wie Abdullah, bla, irgendwas. Keine Ahnung, kann man sich doch nicht merken. Mhm. Und wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Ja, die... Ich werde Ihnen etwas zeigen. Ja, warum wollen Sie jetzt meine E-Mail-Adresse? Die gebe ich ja nicht einfach so raus. Ja, aber die habe ich schon. Ach so. Ja, was machen Sie jetzt? Ja, weiß ich nicht. Da ich Ihre E-Mail-Adresse hier habe. Ja. Ich weiß nicht, ob der damit Eindruck machen will, dass er meine E-Mail-Adresse hat, aber tja, ist halt so, ne? Also, shit happens. Keine Ahnung, was der damit erreichen will. Also eigentlich macht der Typ sich hier nichts anderes als lächerlich. Na, dann zeig mal, was hast du denn da? KW Kaufmann, LW Ludwig, Anton, Baumann, Anton, Ulrich und so weiter. Was ist damit? Bis zu dem Hausen and googlemail.com. Aha. Stimmt das? Nö. Ja, das ist es. Und Sie haben auch Interesse gezeigt, denn ich rufe Sie nicht umsonst an. Ja, also mal abgesehen davon, dass die E-Mail-Adresse nicht stimmt, denn ich benutze derzeit keine Google-Mail-Adresse für den ganzen Quatsch hier. Tja, er meint, er ruft mich nicht umsonst an. Doch, tut er, weil erstens... ist das ja alles Quatsch und bei mir sind die Anrufe sowieso umsonst. Und zum Zweiten, nur weil ich mal irgendwo Interesse gezeigt habe. Was berechtigt ihn jetzt dazu, mich anzurufen? Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Das haben wir ja doch. Und das sollten Sie sich merken. Aha. Sie haben selber eine Schuld begangen und jetzt müssen Sie es auch akzeptieren. Aha. Haben Sie einen Computer für sich? Ja. Okay, geben Sie mir kurz eine Disk. Nö. Wie nö? Ja, ich gebe doch nicht AnyDesk-Nummer. Nur so zum Spaß. Ich werde Ihnen ein paar Videos... Was? Ich werde Ihnen ein paar Videos zeigen. Nur so zum Spaß. Nö. Das bin ich. Und wissen Sie,
über was ich Ihnen zeigen werde. Was für Videos? Na, jetzt kommt. Über UFOs. So, kann ja sein. Ja, glauben Sie daran? Ach, nur ja, ob man daran glaubt, glauben Sie auf dem nochmal eine andere Geschichte, aber ich sag mal, wir werden sicherlich nicht alleine sein, ja? Ja, wir sind nicht alleine. Sie werden beobachtet von ihm. Ja. Von den Außerirdischen. Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Jederzeit, 24 Stunden 7. 24 Stunden 7? Ja. Sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 12 Monate im Jahr, ja, werden sie beobachtet. Ab und zu auch mal 31 Tage im Monat oder vielleicht nur 29. Den, kommt immer auf den Monat Tag drauf an. Den einen Tag lassen sie frei. Hä? Ach den, so. Den ja. einen Tag am 31. lassen sie es frei. Ja. Die Außerirdischen, damit sie einen Kaffee trinken, zum Spaß spazieren gehen. Mhm. Und ich habe noch etwas bemerkt. Ja. Dass sie ein Hurensohn sind. Naja, kleiner mein, Pisser. Man sollte ja nicht immer gleich von sich selbst auf andere schließen, aber. Ein Lügner. Also stimmt das also? Weiß ich nicht, ob meine Mutter mal ein Hurensohn war. Hab jetzt nicht gefragt. Ein Sohn von 100 Weltner. Also nur nochmal zur Erinnerung. Das Ganze hier soll ein Gespräch von einer Online-Trading-Bank darstellen. Tja. Und wie kommen wir jetzt auf UFOs und dass meine Mutter ein Hurensohn ist oder ich oder keine Ahnung? Tja, ich weiß nicht, wo der herkommt, aber irgendwie verlaufen bei denen die Bankgeschäfte ziemlich cringe am Telefon. Kann sein, ja. Ich finde es immer interessant, dass ihr von euch gleich auf andere schließt, nur weil es bei euch im Land so abläuft. Bei welchem Land? Ja, weiß ich ja nicht, aus welchem komischen Timbuktu du da kommst. Scheinbar ja nicht sehr. Schießen Sie mal los, aus welchem Land ich komme. Ja, scheinbar ja nicht aus. Also auf keinen Fall aus irgendeinem zivilisierten Land. Schießen Sie mal los mit dem Land. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Auf keinen Fall zivilisiert. Das muss ja, irgendwas. Aber ich will den Namen. Ja, es muss den irgendwas. Name von einem Land. Ich sage, es muss irgendwas Primitives sein. Ja, es ist so, aber sag mir den Namen des Landes. Ja, meistens rufen wir Leute aus Russland an oder Ukraine haben wir schon gehabt, aus der Türkei, Italien. Aha. Ja. Irgendwo von ja, da. Ja, und weiter? Ja, weiß ich doch nicht. Ich meine, eure Nummer ist ja eh immer gefaked. Aktuell zeigst du mir eine Berliner Nummer an. Wollen Sie auch mit einer englischen Nummer angerufen werden? Die habe ich auch. Ja, meinetwegen. Das habe ich noch nicht so oft in meiner Sammlung gehabt. Oder mit einer anderen Nummer? Aus Österreich? Ja, aus Schweiz. Lässt sich ja alles leicht ändern. Was wollen Sie? So. Ich erfülle Ihren Wunsch. Ja, mach mal. Wie viel Profit haben Sie gemacht in Online-Trading? Ich höre mal. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Doch, das geht mich an. Eigentlich nicht. Wie, Sie sind ja so primitiv, Mann. Tja, wie gesagt, man sollte nicht immer von sich selbst auf andere schließen. Tja. Kurze Rede, langer Sinn, Sie sind ein Hurensohn. Ja, ist okay. Kleiner Pisser. Ja, wenn du nicht mehr kannst. Wollen Sie etwas noch mehr? Ja, gib's mir. Eins sag ich noch, geh und fick deine Mutter. Nee, das ist unanständig. Tja, ich glaube, das können wir mal alles so ohne Worte dastehen lassen. Das war hier tatsächlich ein Gespräch mit einer Firma, die vorgibt, seriös zu sein, wo ihr mindestens 250 Euro einzahlen sollt. Okay, gut. Naja, zumindest hat er nicht rumgeschrien, das Mikrofon hat nicht permanent geklippt und die Leitung war auch halbwegs. Ich meine, er hätte vielleicht ein besseres Mikrofon noch haben können, aber technisch gesehen war das ganze Ding hier schon mal ein Träumchen. Naja, auf jeden Fall ging das ganze Gespräch eigentlich nur um Blabla und ja, war eigentlich völlig daneben. Keine Ahnung, ob der schon mal bei mir angerufen hat und sowieso wusste, was hier passiert gleich.
Ich weiß es nicht. Wir machen mal mit dem zweiten Video weiter und das wird jetzt noch ein kleines bisschen interessanter. Hierzu muss ich noch allerdings sagen, die Gesamtvideolänge habe ich auf 32 Minuten automatisch gekürzt, denn in diesem Gespräch, auch obwohl es über eine Stunde ging, ja, lag der Hörer meistens an der Seite, von beiden Seiten. Denn die Betrüger haben mir mal was gesagt, was ich machen soll, wie zum Beispiel eben auf eine E-Mail warten. Tja, und dann haben wir halt beide das Telefon erstmal an die Seite gelegt und gewartet und gewartet. Das gleiche Spielchen dann später nochmal, als ich dann angeblich Geld einzahlen wollte. Naja, und so habe ich jede Menge Zeit von denen verplempert. Das heißt, ihr hört hier ab und zu auch mal noch ein paar kleine Einsprecher von mir, währenddessen die Betrüger nicht zuhören konnten. Denn ich habe technisch die Möglichkeit, bei mir am Telefon die Aufnahme weiterlaufen zu lassen, aber trotzdem mein Mikrofon für die Gegenseite zu stummen. Das heißt, alles, was ich sage, hört ihr dann trotzdem, nur eben die Betrüger nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Telefonat, wo es hier dabei darum geht, dass ich währenddessen bei der Bank angerufen habe, wo sich das Betrügerkonto befindet. Hallo, schönen guten Tag. Dennis Wilson am Apparat, von Bank FX Trade, Herr. Welcher Herr? Wie welcher Herr? Sie haben eine schlechte Anmeldung gemacht. Ja, Sie haben nur gesagt, Herr, welcher Herr? Wen suchen Sie denn? Also, lieber Herr, Sie haben die Anmeldung gemacht. Nein, ich heiße nicht lieber Karte. Herr. Sagen Sie bitte meinen vollen Namen. Also, Sie haben diese Anmeldung gemacht mit Name Kleine Katze. Ja. Ja. Und warum können Sie mich nicht beim Namen nennen? Weil ich habe gedacht, ist nicht bestimmt die Anmeldung. Ja. Entschuldigung. Ja. Okay, danke. Nur um das hier nochmal richtig zu stellen. Mein Vorname heißt Kleine und der Nachname heißt Katze. Und im folgenden Gespräch nennt er mich dann tatsächlich Herr Katze. Naja, Intelligenztest ist er schon mal durchgefallen. Also, Herr Katze, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Trading. Sie haben am 4. Oktober gemacht. Bin ich bestimmt. Also, ich habe auch gestern auf Sie angerufen. Sie haben diese Anmeldung über Bitcoin API gemacht. Über die Höhle der Löwen ist die API. Also, ich bin da erst einmal zu helfen, Informationen geben und dann wir können ein Konto, wenn Sie wollen, aktivieren. Ja, der Betrüger ist auch noch so intelligent, dass er einfach auch den Namen der Schnittstelle mitnennt. Das heißt Bitcoin API. Ja, das ist für die ein internes Synonym für die Webseite Die Höhle der Löwen, also nicht die echten, sondern eine Fake-Seite mit Fotos von denen, die einfach missbraucht werden für diesen Zweck. Als Überschrift mit Öl, bla, irgendwas, die Leute werden reich und der Sender ist wütend und die Folge darf nicht ausgestrahlt werden, bla bla. Tja, aber die Betrüger sind halt immer wieder so intelligent, das kommt auch in anderen Videos noch zum Vorschein, dass sie jedes Mal sagen, dass man über die Bitcoin-API, ja, und das ist eigentlich sicherlich noch so ein Relikt aus der Programmiergeschichte von dem ganzen Zeug, denn wenn man ja irgendwo die Daten herbekommt, dann steht halt eben da, von wo. Das steht auch in diesem Fall. Das ist allerdings bei denen nicht zum Datenschutz, sondern dass die Betrüger eben auch sagen können, wo das herkommt. Nur sind die Betrüger eben nicht schlau genug, das so vernünftig zu programmieren, dass aus diesem Wortlaut Bitcoin API ja die Höhle der Löwen wird. Und die Betrüger müssen das quasi selbst wissen am Telefon, was das für eine Webseite dahinter steckt. Ja, und weil sie das eben nicht wissen, sagen sie einfach, ja, sie haben sich über Bitcoin API angemeldet. Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe mich auf der Höhle der Löwen angemeldet. Naja, und daran sieht man, dass dieser Datensatz tatsächlich aus einer Datensammelwebseite kommt und ich mich da gar nicht selbst bei denen angemeldet habe, sondern meine Daten einfach verkauft wurden. So läuft halt das Geschäft mit den Betrugsmaschen. Okay, also kann ich die Informationen geben? Na klar. Okay, danke. Also, wie ich sage, ich melde von Bank FX Trade. Also, wir sind ein internationaler Onlinehandel, Herr. Und die Signal ist gekommen, also mit Ihren Daten, wo Sie haben Interesse gezeigt und für das wir sind hier.
zu helfen, erst einmal Informationen geben und sowieso eine Arbeit machen. Okay, ich fasse nochmal zusammen, was er hier gesagt hat. Er ist hier zum Helfen und sowieso die Arbeit, die er gemacht hat. Wie bitte? Was will der jetzt machen? Ich dachte, der will mir helfen, aber er hilft mir nur mit sowieso und die Arbeiten. Tja, ich weiß nicht, was die sich dabei denken, aber es gibt halt leider Menschen, die darauf eben reinfallen, aus unterschiedlichen Gründen. Also es sind nicht alle Menschen auf dem gleichen Wissensstand, um es mal vorsichtig auszudrücken. Einfach eben, es gibt halt eben auch leichte Behinderungen, wo man, was weiß ich, mit 25 oder mit 40 immer noch die Intelligenz von einem 15-Jährigen hat. Das gibt es einfach. Ja, und der weiß gar nicht, was da geschieht. Aber er hört halt immer wieder raus, da kann man Geld verdienen und man will ihm helfen. Ja, und solche Menschen, die haben zwar Betreuer, aber nur weil man einen Betreuer hat, hat man ja nicht automatisch keinen Zugriff auf sein Konto. Naja, und so kann halt eben auch Geld hops gehen, ne? Und es ist schon dramatisch. Also es gibt viele, viele Menschen, die wohl darauf reinfallen. Sonst würden die Zahlen beim Landeskriminalamt nicht von Jahr zu Jahr immer weiter steigen. Und das ist wirklich dramatisch. Ich werde auch in Zukunft darüber noch einige Videos machen. Herr, wir arbeiten mit Broker und mit den Robotern. Ja, aber das heißt Herr Katze. Nochmal bitte? Das heißt Herr Katze. Also, ich weiß nicht, wie er heißen, aber... Ja, Sie sagen immer nur Herr. Das ist beleidigend. Okay. Also, Informationen sind für Sie, nicht für mich. Ja, aber Sie müssen mich ja nicht beleidigen dabei. Lieber Herr, kann ich die Informationen mitgeben? Lieber okay, Herr Katze. Herr Katze? Ja, genau. Kann ich die Informationen geben? Ja, so geht es. Okay. Danke, Herr Katze. Na. Schließlich, wenn wir hier einen Betrug haben, dann möchte ich ja auch höflich betrogen werden, oder nicht? Okay, super. Also, wir sagen, wir arbeiten mit Broker und mit den Roboter. Ja. Und Herr Kappe, also, wenn Sie wollen Investitionen machen, diese Monate, wir haben 100% Angebot für Sie, Herr Kappe. Was heißt das? Das bedeutet, zum Beispiel, wenn Sie wollen mit... 1000 Euro anfangen. Ist nur ein Beispiel, Herr Kappe. Sie nehmen auch die gleiche Summe von unserer Firma wie eine Tester, die Angebot. Also das bedeutet, Sie nehmen auch 1000 Euro von unserer Firma. Und Sie anfangen die Trading mit 2000. Heißt also übersetzt, wenn ich 1000 Euro überweise, bekomme ich von der Firma angeblich 2000 Euro zum Handeln. Genau. Und da man hier sich so sicher ist, dass man ja das Geld komplett klaut, kann man eben auch 2000 Euro vorgaukeln. Oder hat eure Bank euch schon mal das Konto einfach so verdoppelt, nur weil ihr dort bei der Bank seid? Klar gibt es Lockangebote auch von Banken, dass man, was weiß ich, eine Gutschrift von 500 Euro oder sowas einmalig bekommt, wenn man das Konto behält und da ein Konto eröffnet. Das ist aber immer an Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel, dass man mindestens x Monate, meistens, also nach meinem Wissen, was ich mal gelesen habe, 3 Monate, dass man da 3 Monate bleiben muss und erst dann bekommt man das Geld. Mag auch sein, dass es vielleicht sogar erst nach 12 Monaten oder so ausgezahlt wird. Ne? Also wenn man 12 Monate bei dieser Bank dann auch das Konto behält und nicht zu einer anderen Bank wechselt, das ist dann halt so eine Art Lockprämie, dass man eben von seinem Service überzeugen möchte mit Geld. Ist nicht unbedingt die beste Methode, die Leute mit Geld zu halten. Ich finde, man sollte die Menschen immer mit Service und Freundlichkeit halten und nicht zum Geldbeutel greifen. Aber gut, es ist eine Methode, die auch scheinbar funktioniert. Sonst würde das bei unseren deutschen Banken nicht auch so ähnlich laufen. Aber niemand wird euch versprechen, zahl hier 500 Euro ein und du kriegst nochmal 500 obendrauf. Das ist ja kompletter Blödsinn. Wie sollen die daran Gewinn machen, wenn die nachher nur ein paar Prozent bekommen? Das dauert doch Monate und Jahre, bis die letztendlich an euch Geld verdienen. Das macht keiner. Ich meine, selbst im Mobilfunksektor. Klar kriegt man da Handys für 1 Euro dazu. Ja, allerdings können sich das die Mobilfunkkonzerne nur erlauben, da sie die Dinger massenweise einkaufen und nahezu nur den Herstellungspreis bezahlen.
oder irgendwelche Partnerschaften mit Großkonzernen abschließen und dass da um ganz andere Stückzahlen geht. Da geht es dann auch um Geld, aber auf einer anderen Ebene. Ja, und das ist dann nachvollziehbar, weil ihr da monatlich Geld reinpackt. Hier allerdings nicht. Die Kohle ist weg. Also woran sollten die nachher noch mehr verdienen, außer an dem Geld, was ihr da hingeschickt habt? Na, also ist doch logisch. Man kriegt nicht einfach sein Konto gratis verdoppelt. Ist nur zum Beispiel. Ja, und wie viel kann man maximal einzahlen? Weil wenn man da so einen großen Rabatt kriegt, also, dann... Also, Sie können wie viel Geld Sie wollen Investitionen machen, aber für mich ist besser langsam machen. Ja, was heißt denn langsam? Langsam heißt zum Beispiel, wenn Sie wollen mit einer normalen Summe für mich 500 bis 1000, nicht mehr. Okay. Ja, ja, dann weil machen wir das so. Ja, weil die ganze alles... Kurz Moment, bitte. Also, Herr Kappe? Okay. Wir sagen, die Börse ist einmal oben, einmal unten. Und heute zum Beispiel die Shiba oder Bitcoin sind so oben. Ja. Genau, also die Börse ist einmal oben und einmal unten. Und die Shiba und die Bitcoin sind heute oben. Okay. Und der will mir was verkaufen? Ja, und für mich ist besser, wenn Sie investieren nicht so viel Geld. Okay. Ja, weil ist besser, wenn Sie öffnen die Operationen mit die Brokermarkt, die gar besser als mir, natürlich. Also, erst einmal, Sie müssen mit den Broker sprechen und danach Investitionen machen, nicht direkt Investitionen. Ja, dann spreche ich erstmal mit dem Broker. Ja, natürlich. Wollen Sie mit einem Broker jetzt zum Beispiel sprechen, Herr Kappe? Ja, meinetwegen, ja. Okay, kurz Moment, ich muss einen Broker hier nehmen. Kurz Moment. Ja, nehmen Sie da mal einen Broker weg. Mal gucken, was der denn da so braucht. Ich denke mal, ihr wisst alle, dass der Typ, der jetzt kommt, sicherlich kein Broker ist. Der klingt natürlich wie immer ein kleines bisschen intelligenter wie die Leute, die direkt am Telefon als erstes rangehen, ist aber genau der gleiche Typ wie der, der immer irgendwie im Hintergrund in der Reihe sitzt oder ich weiß es nicht. Ich stelle mir das immer so vor, die sitzen alle irgendwie in kleinen Grüppchen. Ist ja egal, ob es ein großer oder ein kleiner Raum ist. Hier ist im Hintergrund wenigstens keine Hintergrundgeräusche. Aber ja, und da hat man dann sicherlich irgendwie einen, der da auf alle ausländischen Deutschsprechenden aufpasst und so ein bisschen überall ein Auge drauf hat. Deswegen ist da auch oft immer einer im Hintergrund. Ich vermute fast, dass das so abläuft, dass die eben einen Aufpasser haben, dass der Betrug nicht nach hinten losgeht. Ne? Also, dass die eben auch nichts sagen am Telefon, was nachher dazu führen könnte, dass man das Callcenter findet. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Katze. Wie geht's Ihnen? Hallo, mir geht's ganz gut. Hier spricht der Sven Harloff, einer Finanzexperte von Bank FX Trade. Ich dachte, Sie sind jetzt der Broker. Genau, der Broker. Ja. Die sind Synonyme. Finanzexperte mit Broker ist ja das gleiche Sache. So. Wie geht's Ihnen denn? Ja, ganz gut. So, Sie haben mit meinem Kollegen jetzt gesprochen, mit dem Herrn Dennis Wilson, über eine Investition. Er hat mir Bescheid gesagt, dass Sie noch Unklarheiten haben und andere Fragen. Nö, der hat mich nur gefragt, ob ich jetzt mit einem Broker sprechen will und ich habe gesagt, ja. Warum okay. Bei uns funktioniert so, Herr Katze. Es gibt zwei verschiedene Methoden, wie Sie bei uns traden können. Das erste ist durch ein Crypto-Bot, automatischer Broker. Und die zweite Option ist durch einen Broker. Durch einen persönlichen Broker, der jeden Tag für Sie traden wird. Also die einzigsten zwei Methoden, mit denen ich auf deren Plattform nachher traden würde, sind gar nicht und überhaupt nicht. Weil letztendlich wird es maximal nur ein Demokonto geben. Und man tut nur so. Das könnte im Übrigen
auch so ein Grund dafür sein, warum die von euch, also wenn ihr mit Bank überweist, ne, also mit ganz normaler Online-Überweisung, das könnte tatsächlich der Grund auch sein, warum die Betrüger von euch eine Kopie von dieser Transaktion haben wollen. Denn die Konten, da haben die Betrüger erstmal keinen Zugriff drauf. Bedeutet, man oder die bekommen nicht in 2 Tagen oder 3 Tagen meinetwegen bei Auslandsüberweisung das Geld zu sehen. Das Ganze läuft über Mittelsmänner. Die Konten selbst werden über Dritte, Mitbetrüger, wie auch immer, eröffnet. Und diese Mittelsmänner überweisen dann das Geld im Ganzen. Das heißt, die Transaktion kann gar nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden. Damit die aber euer Fake-Demo-Konto eröffnen können, macht man das Ganze einfach so, wenn der Kunde den Bankbeleg schickt, dann wird ja eine Transaktion stattgefunden haben und schon kann ich mithandeln. Wäre vielleicht mal Grund genug dazu, mal einen Bankauszug tatsächlich zu faken, dass man denen das Geld geschickt hat. Mal gucken, was dann passiert, ob ich dann ein Fake-Demo-Konto bekomme und angeblich mein Geld ja angekommen sei. Das können die nachher sicherlich gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen, ob die Kohle dann angekommen ist, wenn es über solche Mittelskonten läuft. Wäre mal eine Überlegung wert. Okay. Mhm. Was wir Ihnen versprechen können, ist 1,5 bis 2% täglicher Profit. Ja. Okay. Das ist der tägliche Profit, den wir Ihnen hier versprechen können. Der will jetzt eigentlich... Jetzt sind Sie weg. Können Sie schon einzahlen müssen. Sie können auch mit einem höheren Betrag einsteigen, das liegt komplett auf Ihrer Hände. Mhm. Und das schnellste Methode, wie Sie das Konto aktivieren können und was ich Ihnen auch empfehlen kann, ist durch eine Banküberweisung. Also über Banküberweisung geht am schnellsten. Genau. Normalerweise, Wir haben auch andere Zahlungsmethoden durch Kreditkarte oder durch Kryptowährungen, falls Sie irgendein Krypto verwenden. Aber mit Kreditkarte würde ich nicht empfehlen, weil die Steuer und die Gebühren für diese Zahlung sind so hoch. Ja. Wie wäre am liebsten für Sie einzuzahlen? Ja, dann überweisen wir den Bums. Und das ist tatsächlich auch relativ neu. Also ist mir so noch nicht untergekommen. Normalerweise wollen die immer die Kreditkarten, damit das Geld gleich kommt. Ich vermute mal, dadurch, dass man hier wirklich nur eine Banküberweisung anbietet, dass das eben auf Mittelskonten läuft, so wie ich euch das schon erklärt habe, um eben gar nicht mehr zurückverfolgbar zu sein. Das ist, keine Ahnung, wie in der Drogenfahndung. Die Großen, die die Plantagen besitzen, die kriegt man nicht. Man kriegt nur die kleinen Verkäufer auf der Straße. Naja, und weil die wissen, was denen blüht, wenn die den Namen verraten würden, halten die Klappe. Und genau so könnte das hier bei diesem Finanzbetrug auch ablaufen. Dass es Menschen gibt, die Konten für die eröffnen und das Geld eben transferieren. Zum Beispiel von diesem Konto dann in Kryptowährung umwandeln und ins Ausland schicken. Dann ist es nicht mehr nachvollziehbar und wir haben die Geldwäsche perfekt. Das ist auch tatsächlich leider ein riesengroßer Negativpunkt an Kryptowährungen, da die meisten Kryptowährungen halt eben dezentral sind und die Banken darüber überhaupt gar keine Handhabe mehr haben und niemand mehr irgendwas nachvollziehen kann mit diesem Geld. Wo das Geld herkommt, wer das Geld bekommen hat, wo es hingeschickt wurde, das kann man alles nicht mehr nachvollziehen. Und das ist natürlich der Negativpunkt, warum man eben keine Kryptowährung haben sollte. Naja, aber das kann eben auch mit Bargeld passieren und auch da versucht man uns ja das Bargeld eben mehr oder weniger wegzunehmen. Bin ich nicht so wirklich dafür, auch wenn ich eher persönlich ein Kartenzahler bin. Aber Bargeld komplett aus unserem Leben verschwinden zu lassen, nur weil man damit schlechte Sachen machen könnte. Naja, dann könnte man auch das Licht ausschalten, weil wir mit Elektrizität auch jede Menge Scheiße anstellen können. Ist immer ziemlich schwierig. Man muss immer so die Waage finden. Man muss nicht alles gleich verbannen, nur weil man damit kriminelle Sachen machen könnte. Ne? Also Kryptowährung ist nicht grundsätzlich schlecht. Ist halt wie Bargeld anzusehen. Ne? Also keiner weiß, wo das Geld hingeht, wenn es eben gut gemacht ist. Das ist halt bei ganz normalen Banküberweisungen oder eben mit Kreditkartenzahlungen nicht der Fall. Man hat immer irgendein Konto, wo das Ganze drauf geht.
Preisen. Mhm. Okay. Gut. Ich werde ihn jetzt weiter mit dem Dennis verbinden. Mhm. Ich bereite die Bankdaten vor und schicke ihn zu. Mhm. So. Ja, hallo. Ja, aber noch mal in einer halben Stunde anrufen. Ich habe gerade keine Zeit. Also, Herr? Ja? Der Broker bereitet jetzt die Bankdaten. Mhm. Okay, ja, ich bin der Sekretär Dennis Wilson. Ja. Okay, kurz Moment. Mhm. Naja, und hier haben wir denn jetzt den Moment, wo die kurzen Momente sehr, sehr lange dauern. Und das habe ich euch natürlich automatisch rausgekürzt. Also, Herr Kappe, hm? Gehen Sie bitte bei mir Ihre E-Mail. Ja. Ja, eine E-Mail ist bei uns gekommen und klicken bitte in E-Mail. Ja. Ist eine, ja. Ich gucke mal. Gehen Sie bitte kurz. Ich gucke mal in meinen E-Mail-Postfach. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Also ist unsere Bankdaten gekommen. Ja, und an welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Wie heißt sie? Von Lettknau. Ja, nee, meine. Also, ich muss unsere Broker fragen, welche E-Mail hat. Ach so. Ja, dann frag mal da deinen Broker. So, Katze, bin wieder da. Ja. Ich habe Ihnen einen Link geschickt. Ja. Per E-Mail, wo Sie das drücken sollen. Ja. Damit ich die Bankdaten hier vorbereite. Ja. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das dann geschickt? Ich habe das an kleine.kz@googlemail.com. Die Google Mail, die gibt's gar nicht mehr. Ach so. Das muss man ändern. Sind Sie gerade vor einem Computer? Mhm. Okay. Dann, welche E-Mail nutzen Sie? Na, Sie nehmen einfach ganz normal Vorname, Punkt, Nachname weiter und dann machen Sie dahinter @, soll ich sagen? Ja. Dann ein M. Ja. Ein D. Mhm. Ein C. Mhm. Noch ein C. Ja. Ein F. Okay. Ein U. Ja. Und ein N. Und dann Punkt .de. mdccfon. Genau, .de. .de. Ich werde Ihnen erstmal Anydesk schicken, einen Link, den ich Ihnen dabei helfen kann mit dieser Überweisung, damit ich die Bankdaten dort zeige. Richtig logisch. Er möchte mir jetzt Anydesk schicken, damit ich dann darüber die Bankgeschäfte mit denen mache. Und er mir schön dabei zugucken könnte, wie ich die ganze Kacke hier überweise. Ganz im Ernst, Leute. Das Einzige, was der hier vorhat, ist mein Bildschirm abzuschalten, währenddessen er auf meinem Computer ist und die Bankdaten rauszubekommen. Das geht im Übrigen auch sehr, sehr einfach. Ihr habt in vielen eurer Internetbrowser die Möglichkeit, Passwörter zu speichern. Naja, und der deutsche Bürger ist natürlich in der Regel ziemlich faul. Bedeutet, ihr habt dafür kein Masterpasswort. Mit wenigen Klicks, wenn man sich mit den Browsern auskennt, meistens nutzt man heutzutage ja den Google Chrome Browser, zumindest laut Statistik, und den wollen die Betrüger ja auch immer, sicherlich, weil die sich da am besten mit auskennen. Wenn die euren Bildschirm ausschalten, dann gucken die einfach eure Passwörter nach. In der Liste, die man da eben so hat. Man meldet sich ja dann mit seinem Google-Konto an und die ganzen Passwörter werden da gespeichert, damit man die zum Teil eben auch mit dem Handy synchronisieren kann. Tja, und genau so kommen die an noch mehr Daten, um richtig viel Ärger bei euch anzurichten. Das heißt, wenn die Anydesk benutzen, dann habt ihr die Gefahr, dass die euren ganzen Computer leer räumen. Dazu muss man kein Technikspezialist sein, weil die sehen euren Bildschirm. Es gibt allerdings bei fast jeder Software, die für die Fernwartung gedacht ist, die Möglichkeit,
euren echten Bildschirm abzuschalten. Und die, die den virtuellen Bildschirm sehen, also die Bösen, die sehen den Bildschirm in diesem Moment dann weiter. Das heißt, man braucht euch nur irgendeine Geschichte erzählen, wie vielleicht ist ein Kabel locker und ihr geht erstmal noch ganz in Ruhe vielleicht gucken, ob die Stecker alle richtig drin sind. Und währenddessen haben die jede Menge Zeit, wo die euren Computer leer räumen können. Vielleicht finden die da noch die eine oder andere Sache, die nicht unbedingt an Freunde, Familie oder Bekannte rauskommen sollte. Stichwort Nakidai-Fotos, weiß man ja nicht. Naja, und dann hätten die euch in der Hand. Dann brauchen die den ganzen Bums da ringsrum nicht mehr, sondern können euch direkt erpressen. Ist nur eine Theorie und meine Meinung. Aber lasst die Finger von Anydesk und von allen anderen Geschichten, wenn ihr die Leute auf der Gegenseite nicht kennt. Wenn aus der Familie euch jemand helfen will und ihr vertraut dieser Person, dann ist das was anderes. Wenn man den Kram auf Arbeit benutzt mit irgendwelchen Technikern, um eben Fernwartung durchzuziehen, dann ist das so gewollt. Dann holt ihr euch ja auch vorher die Gewissheit, dass die Person da zu der Zeit auf diesem Computer aus der Ferne was macht. Ist ganz oft so im Handel bei Kassensystemen, wenn die gewartet werden. Ich meine, keine Ahnung, wenn man jetzt hier Aldi oder irgendwen nimmt, da gibt es Techniker im Headquarter, also im Hauptsitz der Firma, und die schalten sich halt überall auf die Rechner auf und machen das aus der Ferne, weil die können gar nicht die ganze Zeit alle Filialen abfahren. Geht überhaupt gar nicht. Na, also dafür wäre kein Geld da, kein Personal da. Wie viel Techniker bräuchte man da, wenn die alle im Auto sitzen? Noch dazu muss einer das Auto und den Sprit bezahlen. Also ist so ein Programm wie Anydesk oder TeamViewer oder VNC und was es da noch so alles gibt, ist es ja eine Erleichterung für die Techniker. Ja, aber man muss eben auch einen technischen Hintergrund dazu haben oder eben Freunde helfen. Das geht ja auch im privaten Bereich, meistens ja sogar kostenlos bei den Softwaren, aber nicht an Fremde. Also ihr dürft auf keinen Fall fremden Leuten Zugang zu eurem Rechner gewähren. In keinem Fall. Das soll euch wirklich nochmal eine riesengroße Warnung sein. Gebt eure TeamViewer-ID, die Anydesk-ID, niemals an Fremde, die ihr nicht kennt und auch nicht vertraut. Also da kann kommen, was will. Lasst keine fremden Leute auf eure Rechner. Wirklich. Anydesk. Warum? Oder kennen Sie schon Anydesk? Ja, ich kenne Anydesk. Okay. Aber wozu brauche ich Anydesk? Damit ich mit der Überweisung helfen kann, oder können Sie das auch alleine tun? Nö, ich kann das auch alleine. Okay, gut. Das ist ja Ihre Entscheidung. So, wir sind fast fertig. So, das E-Mail war kleine Katze. Können Sie mir das nochmal buchstabieren? M, C, E, F? Nee. M, D. M, D. C, C. C, C. F, U, N. F, O, N. de, ne? Ja, nicht O, sondern U. Ja, Punkt Fun. Wie Fun auf Englisch. F, O, N. Nee, nicht Punkt Fun. Punkt de. Naja, Punkt de am Ende, aber M, D, C, C, F, fon.de. Genau, ja. Also so, okay. Genau, ja. Die Bankdaten wurden gesendet. An die E-Mail-Adresse jetzt. Ja. Dann gucke ich da mal einen Moment. So, dann logge ich mich mal ein. Also, Herr Kapfer? Hm? Ist die E-Mail bekommen? Ich gucke gar nicht, ich logge mich gerade ein. Okay. Guck nochmal. Jetzt nicht drängeln, ihr habt gerade 15 Minuten nichts gesagt. Also, gucken Sie bitte bei mir E-Mail. Ja, es lädt. Aber einen kleinen Moment. Die Bankdaten. Ja. So. Jetzt habe ich mein Postfach auf. Ja. So, und jetzt lädt er erstmal die ganzen neuen E-Mails runter. Okay.
Also können Sie aktualisieren Ihre E-Mail? Ja, ja, jetzt bin ich drin. Jetzt hat es gerade geklappt. Hier sind gerade 1000 neue E-Mails geladen. Das hat ein bisschen gedauert. So. Dann müssen wir mal gucken. Von Dennis Wilson. Ja, sieht aber noch nicht so aus, als sind eure Nachrichten damit dabei, weil ich bin gerade mal beim Laden bis 11:47 Uhr und wir haben es ja schon 12:38 Uhr. Da kommt gleich noch was. Dauert noch ein bisschen. Okay, okay, ich verstehe Sie. So, jetzt haben wir die Bankdaten. Da sind sie. Ja. Okay, sind gekommen, ja? Ja, genau. Da haben wir jetzt super. Hier die WEG Bank AG. WEG, ja. Genau, so. Dann haben wir Bank... Bank Egg. Adresse? Also, die Adresse ist alte Landstraße 27, ja? Ja, genau. Okay, ja, sie sind die Bankdaten. Also... Herr Katzer, Sie können eine Überweisung machen und ein Foto per E-Mail schicken von Überweisung. Wie meinen Sie das mit dem Foto? Also Sie können nur ein Foto in die Überweisung machen und Sie können diese Foto mir schicken per E-Mail. Ja, und danach wir können anfangen mit Trading. Aber warum brauchen Sie dann ein Foto? Das verstehe ich noch nicht. Also, weil wir müssen sehen, wenn Sie haben die Überweisung gemacht oder ne? Genau. Sie müssen sehen, ob ich die Überweisung gemacht habe oder nicht. Tja, und das passiert denen natürlich nur, weil das Mittelskonten sind und kein Konto, was bei deren am System angeschlossen ist. Wenn ihr woanders Geld einzahlt, Amazon oder, keine Ahnung, meinetwegen bei Otto oder... Ist ja auch vollkommen egal. Wenn ihr Geld überweist, also Kauf auf Rechnung oder Kauf per Vorkasse oder wie auch immer, entweder buchen die direkt ab und ihr habt damit überhaupt nichts mehr zu tun, gibt aber auch die Varianten eben, dass man selbst das Geld erst bezahlt und dann wird verschickt. Tja, und naja, weil deren Konten nicht am System hängen und über Mittelsmänner benutzt werden, muss man natürlich wissen, dass das Geld auch eingegangen ist. Und da die Mittelsmänner das Geld einfach abräumen und ins Ausland schicken, kann man das nicht mehr zuordnen, von wem das Geld kam. Außerdem könnte es auch eine Weile dauern, bis sie das Geld schicken. Na, also, dass das Konto erst eine Weile da liegt und da alle das Geld drauf überweisen und irgendwann kommt der Mittelsmann und überweist das alles dann. Naja, so. Und nun haben die natürlich das Problem, dass die den Betrug ja weitergehen lassen wollen, um noch mehr an euer Geld ranzukommen. Und eben auch ein Fake-Konto zu errichten. Und wenn ihr jetzt diesen Screenshot schickt und belegt, dass ihr Geld überwiesen habt, dann werdet ihr dort ein Handelskonto bekommen, wo angeblich steht, dass ihr XY jetzt an Balance, also an Geld dort zur Verfügung habt. Ja, und dann geht das Schauspiel los mit dem Demokonto. Man kann ja locker in einem Demokonto so tun, als hättet ihr dann, wenn ihr 500 Euro überwiesen habt, dass da auch 500 Euro stehen. Oder hier kriegt man ja 100%, dann wären da 1000 drauf. Ja, und das machen die nur, wenn dann auch wirklich das Geld überwiesen wurde, damit der Betrug eben auch glaubwürdig ist. Und habt ihr da Geld überwiesen, dann seid ihr auch definitiv in der Spirale, dass die euch jetzt nicht mehr loslassen werden. Und das belegt ihr dann mit diesem Screenshot. Na, aber das sehen Sie doch, wenn das Geld denn da ist. Also, Herr Katze, wir müssen die Überweisung erst einmal sehen, weil wir müssen auch die Geld nehmen und die Trading einfangen. Aha. Aber ja, dann, für das ist... Aber dann braucht man da einen Bild von? Ja, nur ein Bild und es ist alles okay. Tja, nur ein Bild und dann ist alles okay. Also ich meine, die Erklärung hierzu, die sagt ja schon alles aus, dass man hier definitiv auf keinen Fall Geld überweisen sollte. Denn, naja, ich meine, im Grunde genommen kann man aus dem, was er hier erklärt hat, wirklich rauslesen, dass die den Screenshot ja wirklich brauchen. Und zwar nicht, um dann zu wissen, dass das Geld da ist, weil da kam ja nur Wischiwaschi-Antwort dazu, sondern eben um zu wissen, dass der Betrug jetzt erst so richtig losgehen kann, um die Person so richtig in die Mangel zu nehmen. Ich meine, meine Videos, die sind ja sehr aufschlussreich und auch von den anderen, alleine, selbst wenn da nicht zugesprochen wird, es zeigt ja, dass das alles Betrug und Quatsch ist. Aber was man sich hier wirklich nochmal verdeutlichen muss, ihr hört euch hier Videos an von höchst kriminellen Straftätern. Keiner weiß, was das für Leute sind.
Ich glaube, das werden auch zum großen Teil Menschen sein, die man auf keinen Fall auf der Straße begegnen will, schon gar nicht nachts. Denn so wie die einen hier auch teilweise angehen und angreifen am Telefon, Wahnsinn. Also von Menschlichkeit kann da nicht die Rede sein. Und die meisten dieser Leute, die man hier am Telefon hat, werden auch ganz genau über diesen Betrug Bescheid wissen, was sie da tun. Tja, und das weiß ich nicht. Also zu Hause haben möchte man solche Leute in keinem Fall. Und ich möchte mir auch nicht ausmalen, was passiert, wenn man da wirklich Geld überweist, wann die erst wieder loslassen und mit welchen Methoden die noch kommen werden. Denn das, was ihr hier auf YouTube bis jetzt immer so zum großen Teil gehört habt, ist der Einstieg in diesen ganzen Betrug. Denn keiner von uns zahlt ja da wirklich Geld ein, das ist klar. Aber ja, wie gesagt, das wollte ich nur noch mal extra betonen, dass da wirklich höchst kriminelle Straftäter am Telefon sitzen. Ja, also... Aber eine Frage habe ich, aber noch. Auf welcher Webseite handle ich denn eigentlich? Welcher Webseite? Arbeiten wir oder unsere Plattform? Ja, eure Plattform. Tja, genau. Um welche Webseite geht es hier eigentlich? Denn ganz am Anfang hat der Typ nur mal seinen Text runtergenuschelt. Und da war nicht wirklich zu verstehen, woher er eigentlich kommt. Das wäre schon interessant, wenn ich weiß, wo ich mein Geld drin versenke, wo ich das auch genau versenken soll. Tja. Unsere Plattform BankFX Trade, also Sie können beim Google gehen und ich buchstabiere. Ja, habe ich. Okay, können Sie beim Google gehen? Ja, bin ich. Okay, also schreiben Sie bitte B wie Beta, A wie Anton, ja. N wie Notboy. N, K wie Katrin, F wie Franz, ja, X, eine X, ja, T wie Theodor, ja, R wie Richard, ja, A wie Anton, ja, D wie Deutschland, ja, E wie Emil, ja, .com. Ja, also wir arbeiten auch mit MetaTrader 4. Ich weiß nicht, wenn Sie haben Informationen über die MetaTrader 4 und sowieso. Ja, wir arbeiten mit MetaTrader 4. Ich weiß nicht, ob Sie Informationen haben über MetaTrader 4 und sowieso. Aha, das ist eine super Erklärung. Okay. So, ja. Dann mache ich das hier gleich fertig. Okay. Haben Sie Informationen über die MetaTrader 4? Wo die Trading machen? Nö, nicht so wirklich, aber ich weiß, was es ist. Ja, haben Sie nicht schon den neuen MetaTrader 5? Also, wir haben MetaTrader 4, erster Match. Ach so. Und wann wir machen die Profite, wir arbeiten mit MetaTrader 4. Ja. Ja, so geht immer. Die Operationen öffnen mit MetaTrader 4 und arbeiten danach mit MetaTrader 5. Ja. Ja. Und sie ist die, unsere Plattform, also die Konto schon. Ich habe auch die Bankdaten, sie können nur eine normale Überweisung und alles ist in Ordnung. Ja. Okay, darf ich fragen, wann können Sie die Überweisung machen? Ja, die mache ich jetzt gerade. Ich gucke mir die gerade an. Okay. Und nur eine Foto, ein Bild machen. Und Sie können mir schicken per E-Mail und alles ist in Ordnung. Wir können von heute starten. Okay. Also benutzen Sie WhatsApp? Nee, sowas habe ich nicht. Was ist denn eigentlich die WEG-Bank? WEG? Ja. Also die WEG ist die Name von Bank. Ja. Also unsere Partnerschaft. Also eine Art Partnerbank. Also, WEG Bank ist eine internationale, wie ich sage, also ich weiß nicht sehr gut, die Broker kennen die Bank, also mein Job ist nur auf das. Tja, nur seltsam, dass die Bank die Webseite hier nicht kennt und von der Partnerschaft schon gar nichts weiß. Also, Sie können die Broker fragen, Herr Sven. Ich muss das Job weg.
komische Bank, da geht nicht mal einer ran. Das ist aber tatsächlich eine Bankwebseite, die ist in Deutsch, Englisch und Niederländisch verfügbar. Telefonisch Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag 13 bis 16.30 Uhr. Die Öffnungszeiten sind schon mal wieder bei einer Bank. Aber wenn man die Bank googelt, kommt auch ein ganz anderer Name. Da stimmt irgendwas mit der Bank nicht. Das ist ein deutsches Konto tatsächlich, aber die WEG Bank, die heißt gar nicht WEG Bank. Das muss irgendeine Mittelsfirma hier wahrscheinlich sein. So, das, was ihr von mir jetzt hier so zwischendrin hört, ist quasi lautes Denken, währenddessen ich den Mitarbeiter auf stumm gelegt habe und der darauf wartet, dass ich jetzt hier einzahle. Ich habe mir da auch so ganz, ganz viel Zeit gelassen, da ich ja vorher auch schon recht patzig war und gesagt habe, ja wieso, ihr habt doch hier mich auch 15 Minuten warten lassen, jetzt könnt ihr hier auch mal auf eure Kohle warten, so nach dem Motto zumindest. Ja, und alles, was ich jetzt eben hier so vor mich hin nuschel, hören die anderen auf der anderen Seite eben nicht. Ne? Also ganz einfach habe ich das Mikrofon gestummt. Die Aufzeichnungssoftware greift aber trotzdem noch das Mikrofon ab. Ich habe lediglich den Call gestummt. Ne? Also somit kann ich hier so noch vor mich hin nuscheln und euch so ein ganz kleines bisschen hier auch in dem Fall mal einen Einblick geben, was ich so nebenbei eigentlich hier noch treibe und ja eben auch überprüfe. Ne? Also man findet Einträge über die 69 Google-Rezensionen, alle positiv. Also wirklich alle positiv, das ist schon mal komisch. Gebühren und Kosten im Überblick. Tja, äußerst seltsame Bank. Hier gibt es aber Fotos von dem Laden. Naja, sind hier sicherlich auch noch Stockfotos. Ja, ist auch vom Inhaber selbst hochgeladen. Tja. Wenn es zwar noch keine 13 Uhr, aber die haben auch keine Warteschleife oder irgendwas. Also mit dem hier, das ist wirklich mega suspekt. Ach ja, WEG Bank wird zu 1031. Aha. So, was ich hier auch nochmal einspielen muss, die Bank scheint selbst natürlich nicht unseriös zu sein. Allerdings war hier ja die Suche danach ja, ein bisschen komplizierter und umständlicher, als man sich das von der Bank vorstellt. Könnte einfach daran liegen, dass es einfach nur eine sehr, sehr kleine Bank ist. Ne? Also keine Sparkasse, keine Volksbank oder sowas. Das wird einfach nur ja, eine ganz kleine Bank sein. Es gibt ja auch viele Banken, ne? Also nicht nur die großen Konzerne, sondern eben auch kleinere Kreissparkassen oder kleinere Kreisbanken oder Banken für bestimmte Fälle, wie zum Beispiel eben nur Immobilien oder nur Autos oder nur Kredite, irgendwas. Da gibt es halt eben spezielle Banken und das hier ist auch eher so eine kleine Nischenbank, die nicht überall vertreten ist und auch nicht jeder kennen muss. Aber die Bank an sich selbst scheint schon seriös zu sein, auch wenn die Webseite sehr mager ist und nicht unbedingt nach einer großen, fetten Bankwebseite aussieht. Allerdings, eine kleine Firma hat eben auch eine kleine Webseite in dem Fall. Ist auch ganz logisch. Also wenn wir hier nicht von einem Großkonzern wie die Sparkasse oder Volksbank oder Postbank reden, dann ist da auch weniger Budget für eine dicke, fette Webseite und auch weniger Budget für eine Hotline und Warteschleifen und dergleichen. Wenn die gar nicht so viele Kunden haben, dann brauchen die das natürlich auch in dem Fall erstmal nicht. Und von daher ist das hier auch alles relativ einfach gehalten. Komisch ist das Ganze allerdings eben trotzdem, dadurch, dass die das Konto eben bei denen liegt, könnte aber auch wieder genau darauf abzielen, eine kleine Bank für solchen Betrug zu benutzen und keine große Bank, die sämtliche Sicherheitsmechanismen hat. Und in so einer kleinen Bank fällt der Betrug vielleicht auch einfach nicht so auf. Das heißt, die werden hierfür einfach nur wieder missbraucht. Sie bieten hier gleich was mit Börse an. Das ist doch komisch. Was die Bank so richtig macht, finde ich hier nicht raus. Ultra kurios. Tja, der komische Betrüger ist immer noch am Telefon. Und tja, weiß nicht, ob der jetzt sich die Eier schaukelt und Pause macht. Ich habe übrigens wieder 1000 E-Mails hier von Höhle der Löwen bekommen. Das Eingangstor zum Taschendiebstahl, quasi. Also bei dem Anruf hier kann ich wirklich locker über 2/3 rausschneiden, weil hier wirklich gar nichts gesprochen wird. 35 Minuten haben wir jetzt hier stehen. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt nochmal rangeht und das nochmal probiert. Oder mich jetzt einfach auf Parken gelegt hat und ein anderes Telefon nimmt. Ich weiß es wirklich nicht.
Auf jeden Fall war schon komisch, dass die ja, Geld von mir wollten und von Anfang an eigentlich nie so richtig gesagt wurde, um welche Webseite das geht. Ich glaube ganz am Anfang nur ganz kurz einmal. Herr Kapfer? Und? Ja? Wie weit sind Sie? Also haben Sie gemacht die Überweisung? Ich bin da ganz hart am Arbeiten, ja. Geht gleich los. Ah, okay. Ich melde mich gleich. Gleich haben Sie das ganze Geld. Okay. Ich habe noch ein bisschen Trinkgeld mit dazugelegt. Okay, also ich melde nochmal später, okay? Nee. Ah, okay, ich bleibe hier. Bleiben Sie dran, ich bin bald okay, fertig. Okay. Ja, ja, für Sie... Ja, da ist er nochmal gewesen. Ein bisschen Zeit verplempern. Wollen wir ja schon noch. Wenn nicht mehr lange, dann haben wir 40 Minuten rum. Das ist ja so der Durchschnitt, den ich eigentlich immer habe bei den Betrügern. Naja, auf jeden Fall, wollte der hier mit Anydesk auf meinen Rechner, ohne dass wir überhaupt irgendwie groß was besprochen haben. Das ist wohl einer von den Betrügern, die Callcenter Scambaiting auch in seinen Videos hatte. Und da hat er ja ein Video gehabt, wo er seinen Bildschirm mitgefilmt hat und auch Anydesk drauf hatte. Und die nette Tante wollte gleich als allererstes erstmal, dass man sich ins Bankkonto einloggt und dann, dass man den Bildschirm abschaltet. Aber das hat sie nur so getan, also mit Ausreden, ne? Also warum der Bildschirm gleich schwarz wird. Also im übertragenen Sinne ist schon wieder ein paar Tage her. So, und ich gehe ganz stark davon aus, dass die das hier genauso vorhatten, weil die wollten ja gar keine Kreditkartendaten. Die wollten von Anfang an, dass ich mit Bank überweise. Tja, da ging es wohl darum, dass... wenn der Bildschirm ausgeht bei der Überweisung, wenn die PIN schon drin steht, und dann kann man schnell noch die Summe vielleicht abändern von 500 oder 1000 auf das Maximum, was irgendwie möglich ist. Oder man ändert halt die Bankdaten, ne, und kommt dann im Nachgang noch an. Ich weiß gar nicht, wie leicht das überhaupt machbar ist, wenn man jetzt hier mit dieser Zwei-Faktoren-Authentifizierung arbeitet. Schön. Probier da nochmal anzurufen. Ja, langsam wird mir ja der Typ am Telefon noch ungeduldig mit der ganzen Warterei. Die nimmt genau mit der Pünktlichkeit. Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht. Wenn Sie eine Rückrufbitte per SMS senden möchten, drücken Sie die 1. Dann werden wir doch gleich mal nachfragen, unter welchem Namen das läuft. Wenn wir das noch hinkriegen, ich weiß es nicht. Vielleicht legen die auch gleich auf und dann, naja, dann halt nicht. Dann mache ich das im Nachgang. Aber hier ist was faul. Das wissen wir ja. Aber das Komische ist halt, wie gesagt, die Bank. Also das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das wird wohl eine ultra kleine Bank sein und die erweckt auch so ein bisschen den Eindruck, als hätte die irgendwas mit Trading und so zu tun. Steht jetzt hier nicht gleich auf der ersten Seite. Zinskonto, Baugeld. Ah, irgendeine Baubla, irgendwas. Na gut, da kann man Geld waschen. Also ich weiß es nicht, ob die Firma dazugehört, aber tja, schon merkwürdig. Ja, wie gesagt, ich habe hier einfach mal laut gedacht. Na, also ich habe meine ganzen Gedankengänge alles mal mit im Video gelassen, damit ihr eben auch mal nachvollziehen könnt, was ich hier so eigentlich im Hintergrund jedes Mal noch tue. Was ich sonst gerne rausschneide, indem ich einfach gerade gar nicht rede und selbst das Gespräch auf stumm habe, wenn die ihr Gespräch auf stumm haben. Und hier habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit, was ich eben nebenbei noch so tue, weil das fällt hier gar nicht so auf, ne? Also grundsätzlich mache ich erstmal das ganze Gespräch ja mit denen, was ja rund so 40 Minuten bis eine Stunde ja oftmals geht. Ja, dann schneide ich das Ganze halt und melde das Ganze eben auch. Und da kann man sich auch gar nicht so drunter vorstellen, was da eigentlich alles so ringsrum bei mir passiert, was ich da so alles mache. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse euch einfach mal hier ein bisschen mit drin in dem Ganzen und erzähle auch mal einfach mal laut und denke laut, was ich hier so die ganze Zeit eben vor mir sehe. Wie gesagt, ist das auch nur laut Denken. Die Bank an sich scheint damit wirklich nichts zu tun zu haben. Also das muss ich auch ganz klarstellen, dass wenn ich das so stehen lassen würde, dann könnte das hier auch rechtliche Folgen für mich haben, weil ich ja letztendlich eine Bank irgendwie beschuldige. Das ist hier nicht der Fall. Die Bank ist halt einfach nur eine kleine Bank.
Und dann erreicht man die nicht mal in den Laden. Das kann jetzt ja auch wieder so ein typischer Fall sein, dass irgendjemand Deutsches dort, also einem Opfer, von denen ein Konto eröffnet hat und das Geld weiter transferiert. Oder ein Mittäter oder wie auch immer. Und dann ist das Geld gewaschen. Weil wenn das Geld von Bank zu Bank hüpft, irgendwann kannst du die Scheiße nicht mehr nachkontrollieren. Dann wird halt nur die kleinste Kette im Glied zersprengt nachher. Das bedeutet, der Mittelsmann wird festgenommen, aber das war's dann schon. Weiter kommt man da nicht, weil die kennen noch untereinander keine Namen. Und er wartet und wartet und wartet hier mit mir am Telefon. Tja, ich hoffe, das Video ist für euch nicht ganz so langweilig in dem Fall. Aber ich dachte mir, ich probiere mal. Ich gucke mal so weit, wie ich kann. Und dadurch, dass ich hier wieder 100 Nachrichten von die Höhle der Löwen bekommen habe, tja, werde ich mich auch genauso oft da anmelden, wie ich Nachrichten von denen bekomme. Das heißt, die Betrüger werden wieder sehr, sehr viel Spaß mit mir haben. So, wir haben jetzt 44 Minuten hier schon gewartet. Für euch ist das nachher immer alles rausgecuttet. Tja, hatte ich aber so auch noch nicht, dass der Betrüger einfach in der Leitung bleibt und wartet und wartet und wartet und wartet und der meldet sich ja zwischendurch, also. Naja. Der freut sich über eine Pause und ich freue mich, dass wir seine Zeit verplempert haben. Vielleicht lässt er sich im Hintergrund schon feiern. Herr Kopfer? Ja? Haben Sie gemacht? Was denn? So Leute, dann testen wir doch mal die Intelligenz von diesem Intelligenzbolzen. Ich habe mal was Kleines Nettes mit eingebaut, indem ich einfach so tue, als hätte ich das gerade nicht gesagt, was jetzt als nächstes kommt. Also die Überweisung? Ach so, nee. Ich zahle mein Geld nicht bei Betrügern ein. Was haben Sie gesagt, Herr Kapper? Ich habe gesagt, habe ich gerade überwiesen. Machen Sie oder was? Nein. Wieso? Weil einmal Sie wollen mit uns arbeiten und jetzt Sie sagen, wir sind Betrüger, oder was sagen Sie? Nein, das habe ich nicht gesagt. Wie kommen, das haben Sie nicht gesagt. Wie kommen Sie denn darauf jetzt? Also, Herr Katzer, bitte machen Sie diese Überweisung und wir fangen an mit Arbeiten. Ja, ja, also, habe ich gerade gemacht. Ich mache gerade die E-Mail fertig. Ah, okay. Müsste gleich da sein, die E-Mail. Tja, der hat das schon richtig verstanden. Tja, aber dann hat er wieder gehört, ich mache ja weiter und schicke ihm den Beleg. Tja, und da hat er natürlich noch Hoffnung auf das Geld und zweifelt wohl an sich selbst. Ich weiß es nicht. Mein E-Mail lautet. Soll ich da jetzt nicht antworten auf die Dennis Wilson E-Mail? Ja. Ja. Da sollen Sie antworten. Ja, ja, da antworte ich einfach drauf. Das ist richtig, ja? Genau. Ja. Sie können eine Kopie schicken am Anhang. Dann schicken Sie eine Kopie als Bild, als gescannt, wie Sie wollen. Ich warte hier noch. Ja, na klar. Ist Ihr richtiger Name Kleine Katze? Ja. Oder ist das ein Synonym? Nee, das ist mein Name. Ihr Nachname ist Katze. Ja. Ach so. Interessant. Wieso? Ist interessant. Hab bis heute noch nie gehört. Okay. Arbeite seit 12 Jahren mit deutschen Kunden. Hab noch nie gehört. Auch wenn er das noch nie gehört hat, scheint er ja blöd genug zu sein, um den ganzen Bums trotzdem irgendwie zu glauben. Und denkt, ich heiße Kleine Katze. Logisch. Und? Nur mein E-Mail-Postfach ist hier gerade abgestürzt. Ja, da machen Sie. So, und vielleicht ist auch jemand unter euch, der mir das Folgende nochmal
ja, in Deutsch wiederholen können. Ich meine, ihr seid ja bestimmt auch sprachbegabt und der eine oder andere kann vielleicht auch die Sprache und kann mir das Ganze hier mal übersetzen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das hier heißt. Nochmal ein kleines bisschen lauter. So, und folgend hört ihr jetzt mich an einer anderen Leitung nebenbei, währenddessen der Betrüger dabei zuhört, wie ich ihn bei der Bank melde. Das Gespräch mit der Bank habe ich natürlich nicht aufgezeichnet und auch dafür gesorgt, dass ihr davon nichts hört, außer mich eben selbst. Ganz einfach logisch, aus rechtlichen Gründen, denn der Bankmitarbeiter, der kann dafür natürlich überhaupt nichts. Also wird er auch nicht aufgezeichnet. Amol! Ja, schönen guten Tag. Sind Sie noch dran? Ja, ja, hallo. Ich warte immer noch. Ich würde gerne einen Betrug melden. Von, über Ihre. Hallo? Kunden. Hallo? Ja. Ja, ich hab was zum Zeigen. Ja, dann. So, dann sagen Sie mal. Ja. Bank, ja. Da reiche ich Ihnen das einfach ein, ne? Ich kann hier nur einen Screenshot von einer ausländischen E-Mail-Adresse machen, die Geld betrügen wollten mit dieser bekannten Trading-Masche. Ja, genau, und dann kann ich Ihnen da einen Screenshot von dieser E-Mail selbst machen, dann leite ich Ihnen das weiter. Genau, also ich werde das jetzt auch der Polizei noch melden. Eingezahlt habe ich da nichts, aber zumindest haben wir ein deutsches Konto, da wird ja irgendeine deutsche Person dahinter stecken. Alles klar, dann bedanke ich mich, ich schreibe dann gleich die E-Mail. Jo! Sorry hier an der Stelle für die Tonqualität, denn ich habe an einem anderen Telefon gesprochen und den Hörer dabei in der Hand gehalten. Währenddessen hatte ich natürlich noch das andere Telefon mit dem Betrüger rumliegen. Dementsprechend habe ich das Gespräch hier von der Lautstärke etwas nach oben gezogen, dass ihr das Ganze eben mitbekommt, was ich da so gesagt habe und dass ich eben einen Typen von der Bank dran hatte. Ja, war so erstmal nicht geplant von mir, ist jetzt hier eine spontane Aktion gewesen, dass ich euch da mitnehme und dementsprechend war ich da jetzt technisch auch überhaupt nicht drauf vorbereitet und aus dem Grund ist die Qualität jetzt hier natürlich auch ein bisschen miserabel. Aber naja, zumindest konnte ich euch mal mitnehmen und ihr wart quasi dabei, währenddessen ich den Betrüger bei der Bank melde. Hallo? So, ich habe mal direkt Ihr Konto gemeldet, ne? Also, ich habe jetzt gerade direkt bei der BaFin angerufen und habe Ihr Konto in Deutschland gemeldet. Das war hier nur ein kleiner Versprecher von mir. Ich habe nicht bei der BaFin, sondern bei der Bank angerufen. Also, ist natürlich ein erheblicher Unterschied letztendlich. Bei der BaFin habe ich sie dann im Nachgang natürlich auch noch gemeldet. Das Ganze okay, wird schön. Jetzt auch von den deutschen Behörden nachverfolgt. Das heißt, hier geht auch gleich noch eine polizeiliche Anzeige raus, denn ein deutsches Konto, da wird auch eine deutsche oder ein deutscher Mittelsmann von euch dahinter stecken und den werden wir auf jeden Fall dran kriegen. Okay, schön. Na? Wünsche Ihnen viel Glück damit. Ja, das haben wir definitiv hier in dem Fall. Sie haben nix. Doch, ich habe was. Habt ihr das gehört? Der Betrüger hat tatsächlich auf meine Vorwürfe, dass ich das Ganze der Polizei melde und auch der Bank gerade eben schon gemeldet habe, einfach damit geantwortet, Sie haben nichts. Bedeutet, der hat das Ganze zugegeben. Denn wenn er keinen Dreck am Stecken hätte, dann hätte ich jetzt natürlich anders reagiert und gesagt, was laberst du da, das ist ja alles Quatsch hier. Ich meine, gut, kann man immer alles auslegen, wie man will, aber der hat tatsächlich geantwortet, Sie haben nichts. Damit meint er, ich hätte nichts gegen die Leute in der Hand. Hat er ja theoretisch auch mit Recht und er weiß, dass er damit Recht hat. Denn das Einzige, was ich jetzt hier habe, ist ein deutsches Konto, was ich eben anzeige oder angezeigt habe. Und ihn kriege ich damit nicht dran. Das ist soweit schon richtig. Der wird sich keine Sorgen machen müssen, weil irgendein anderes Betrugscallcenter wird ihn schon wieder aufnehmen, für den Fall, dass seins mal zerschlagen wird. Ja, und das hat er hiermit auch eigentlich zum Ausdruck gebracht.
Erstens habe ich Ihre Domain. Darüber lässt sich auf jeden Fall herausfinden, wer dieses Domain-Konto eröffnet hat. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben ja in diesem Fall auch ein deutsches Konto. Und was meinen Sie, was in Deutschland alles gemacht werden darf? Da können wir auf jeden Fall den Kontohalter rausfinden. Und der wird auf jeden Fall irgendwann plaudern. Warum hast du dich registriert, uns bei der Polizei anzuzeigen? Ganz genau, damit ich den Betrug bei euch aufdecken kann. Gib mir, wo siehst du, dass wir Betrüger sind? An eurem Verhalten, schon mit dem Anydesk, damit du versuchen kannst, meinen Bildschirm auszuschalten und an noch mehr Daten rankommst von mir. Anydesk das ist alles weltweit benutzt. Genau, und fast nur von Betrügern, fast ausschließlich nur von Betrügern. Ja, kann man jetzt so nicht stehen lassen. Anydesk wird nicht nur fast ausschließlich von Betrügern verwendet, aber von denen missbraucht. Na, also das wäre der bessere Ausdruck gewesen, dass Betrüger das gerne halt nutzen. Habe ich euch ja schon was im Verlauf des Videos dazu gesagt, dass die Programme an sich sind schon was Gutes. Man nutzt sie hier halt einfach nur zum falschen Zweck. Und TeamViewer, wird TeamViewer von Betrüger benutzt? Zum Teil auch, ja. Allerdings ist TeamViewer auch noch eine sichere Variante, wo ich als Admin des Rechners noch ein paar mehr Möglichkeiten habe, euch auszusperren, was bei Anydesk nahezu unmöglich ist. Davon abgesehen, ist eure Masche bekannt. Euer Skript ist 1:1 das gleiche wie bei den tausenden anderen Trading-Betrügern, denen ich nämlich auf den Leim gehe. Und zwar richtig. Bist du reingefallen? Ich bin nicht reingefallen. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, möglichst viele, viele tausende Menschen vor euch zu warnen. Der ganze Bums hier landet schließlich auch auf YouTube. Ist mir scheißegal, ob dir das gefällt oder nicht. Auf jeden Fall versaue ich eure Masche. Außerdem habe ich euch über eine Stunde Zeit jetzt wieder gemobbt. Zeit, in der ihr keinen anderen betrügen konntet. Zumindest war Personal dafür abgezogen. 2 Personen sogar, die in der Zeit jetzt keine Leute verarschen konnten. Ist doch ein super Konzept, oder nicht? Tja, da kannst du nichts mehr zu sagen, ne? Naja, ich will nichts mehr sagen. Du bist dumm im Kopf. Keine Ahnung, ich verstehe dich nicht. Also du bist krank im Kopf. Das sagt derjenige, der Menschen betrügt und um ihr Geld bringt. Nein, du musst eine Praxis suchen. Ganz genau. Sagt derjenige, der Menschen betrügt. Das ist das allerletzte, Menschen zu betrügen. Wie würdest du das finden, wenn ich dir Geld klaue von deinem Konto? Na, wie würdest du das finden? Ja, kannst du da nicht mehr dazu sagen? Als Betrüger? Tja, wenn der Verstand aussetzt, dann kommen wohl nur noch Beleidigungen, ne? Genau. Du Kranke! Tja, du zeigst uns gerade ganz genau, wie der Betrug abläuft, was da für Leute sitzen. Tja, und dass er ein Betrüger ist, hat er ja zum Schluss dann mit seiner Wortwahl ganz sicher selbst bestätigt, denn ich glaube nicht, dass ein seriöses Unternehmen so mit euch sprechen würde. Selbst dann nicht, wenn ihr Betrüger zu denen sagen würdet. Dann würde man vernünftige Argumente finden und vernünftig darüber reden oder vielleicht vernünftig trotzdem auseinandergehen und sagen, ja schade, dass sie uns so sehen. Ist zwar nicht meine Ansicht über das Ganze, aber naja, dann finden wir halt hier nicht zusammen und sie investieren eben woanders. Dann wünsche ich ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg. So könnte man so ein Gespräch zum Beispiel auch beenden. Aber man entscheidet sich als Betrüger halt immer für den leichteren Weg. Die Menschen einfach zu beschimpfen, wenn man nicht das bekommen hat, was man möchte. Wie ein kleines bockiges Kind eben, ne? Und das zeigt halt eben auch alles. Spätestens am Ende des Telefonats. Aber da ist es für viele leider einfach zu spät, wenn die dort ihr Geld eingezahlt haben. Und tja, ihr habt's ja gesehen. Er war auch total perplex hier in dem Gespräch, dass ich währenddessen mit der Bank telefoniere. Denn so wird er das bestimmt noch nicht gehabt haben. Und ist tatsächlich dran geblieben. Der war sicherlich einfach überfordert mit der Gesamtsituation. Und zum Schluss, was passiert, wenn einer überfordert ist? Das haben wir ja hier gehört. Wenn der Verstand aussetzt, dann setzt halt die Unlogik ein und ich schmeiße wild mit Kaka um mich und beleidige die Leute. Und ziehe mich eigentlich noch selber weiter in den Dreck. So verfahren halt leider nur Betrüger. Ich hoffe, dass ihr auf keinen Fall an solche Leute geratet. Und ich wünsche euch natürlich eine saubere Telefonleitung, dass euch niemand so belästigt. Vor allem auch nicht beleidigt. Weil letztendlich, was soll das? Ich meine, keiner hat durch Beleidigungen irgendetwas gewonnen. Auch mir fällt es manchmal ziemlich schwer, am Telefon ruhig zu bleiben. Ihr sagt ja immer wieder, dass ich die Nerven dazu habe. Tja, ich muss mir manchmal selber auf die Zunge beißen
Und es gab auch jetzt in letzter Zeit das eine oder andere Mal Momente, wo ich ganz, ganz schwer mit mir hadern musste, dass ich die Kontrolle über mich selbst behalte. Denn auch bei mir setzt irgendwann der Verstand aus, wenn man so einen Blödsinn hier hört. Wie gesagt, passt auf euch auf, schützt die Leute, die ihr kennt und eure Liebsten, dass niemandem sowas passiert. In eurer Familie, in eurem Kreis, jeder von euch ist dafür selbst verantwortlich, dass alle bei euch aufgeklärt sind, weil, tja, in der Politik passiert da leider momentan ziemlich wenig. Auch wenn darüber berichtet wird, dass es solchen Betrug gibt, es gibt auch Nachrichten darüber, naja, aber die bewegen halt erstmal noch nicht so viel und erreichen halt nur die, die gerade am Fernsehen sitzen. Und manchmal fehlt es auch einfach, dass man eindringlich dazu, ja, überredet wird, nicht ans Telefon zu gehen. Der ein oder andere, der ist allein, gerade so ältere Leute, wenn die ewig alleine sind und ihr die zum Beispiel nicht besucht, dann, naja, ist so ein Telefongespräch schon mal eine willkommene Abwechslung, wenn einem langweilig ist. Und dann geht man da auch ran. Oder eben auch Leute aus eurer Familie vielleicht, die geistig ein kleines bisschen hinterherhinken und eben benachteiligt sind, mit dem so, wie sie eben sind. Es gibt halt Menschen, die sind einfach, selbst wenn sie älter sind, einfach auf dem geistigen Wissensstand von einem 14-, 15- oder 16-Jährigen und wissen gar nicht, wie denen geschieht. Trotzdem dürfen diese Menschen logischerweise mit Geld umgehen und auch vielleicht zum Teil ihr eigenes Leben regeln. Ja, und gerade diese Menschen sind ganz besonders davon gefährdet. Denn, ja, da hört sich so ein Versprechen, dass man Millionär werden kann, hört sich natürlich toll an. Und selbst wenn ich euch verspreche, ihr werdet jetzt Millionäre, jeder würde sich darüber freuen. Nicht jeder gibt es vielleicht zu. Aber Geld, bewegt schon was im Leben. Auch wenn man es nicht hat. Und gerade wenn man es nicht hat, kann man darauf ganz einfach reinfallen. Und davor müssen wir alle Leute warnen. Teilt meine Videos gerne in den sozialen Netzwerken wie WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter oder was es sonst noch so alles gibt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann natürlich auch nach unten. Ich will ja keinen dazu zwingen, nach oben zu drücken, auch wenn ich es schöner finden würde. ansonsten abonniert natürlich meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Und jetzt kommt die Stelle, an der ich euch auf meine anderen Videos hinweise. Hier seht ihr jetzt die Playlist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.